Vorgestern. Wir treffen Faisal Kawusi. Der deutsche Comedian steht aktuell wie kein anderer im Fokus der Kritik. Und das ist mit der Grund, warum ich hier sitze und mich dafür verantworten und auch natürlich aus tiefster Seele entschuldigen möchte. Denn das war nicht richtig, das ist nicht Faisal, so möchte ich nicht sein. Grund ist diese Instagram-Story. Ey, ich bin für eure Scheißgefühle nicht verantwortlich. Ich hab die fucking Schnauze voll von euch allen Kleinpissern. Und diese geschmacklose Antwort auf einen Instagram-Kommentar. Bin fast mal an K.O.-Tropfen gestorben. Nicht cool, Joyce. Again. Das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken. Versprochen. Jetzt steht deswegen seine Karriere auf dem Spiel. Der Fernsehsender Sat.1 hat sich von dem 30-Jährigen distanziert. Der Sender habe schon vor diesem Eklat die Zusammenarbeit mit Faisal Kawusi klar beendet. Und das bleibt natürlich so. Die Instagram-Story und der Kommentar des Comedians sind mittlerweile gelöscht. Jetzt will er sich für sein Verhalten entschuldigen. In dem Moment habe ich versagt. Der Reihe nach. Ausgangspunkt war ein Instagram-Post von Kawusis Comedy-Kollegin Joyce Ilk. Sie postet dieses Foto. Mit auf dem Bild Luke Mockridge, der in der Vergangenheit mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert war, die er abstreitet. Unter das Bild schreibt Joyce Ilk am Ostersonntag: Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen. Frohe Ostern! Der Post erreicht große Aufmerksamkeit. Mittlerweile haben den Beitrag schon mehr als 22.000 Menschen kommentiert. Viele sind entsetzt. Ist das schrecklich, sich über Opfer sexualisierter Gewalt lustig zu machen? Allerunterste Schublade. Tiefer kann man wirklich nicht sinken. Lange nicht mehr so etwas Geschmackloses gelesen. Mir fehlen die Worte. Am Ostermontag mischt sich auch Faisal Kawusi in die Debatte ein. Er wirbt dafür, die Sache mit Humor zu nehmen. Wer lacht, ist der Erleuchtung am nächsten. Da gab's jetzt aber nichts zu lachen. Hätte nie gedacht, dass du so tief singst und sowas unterstützt. Okay, möchte gern Buddha. Und jetzt verpiss dich. So hat die erste Hasswelle begonnen auf mich, was ich nicht nachvollziehen konnte, weil ich mich neutral gehalten habe in dem Ganzen. Wenig später veröffentlicht er dieses Video in seiner Instagram-Story. Hier Ausschnitte daraus. Etwas, was halt sehr oft passiert ist, dass Leute sagen, ich kann nicht darüber lachen, deswegen Faisal, du darfst auch nicht darüber lachen. Leute, bitte vergesst nicht, mit wem ihr sprecht. Ich bin Comedian. Ey, ich bin für eure Scheißgefühle nicht verantwortlich. Checkt das endlich mal. Das sind eure Scheißgefühle. Yay, ich hab die Schnauze voll von euch. Ich hab die fucking Schnauze voll von euch allen Kleinpissern. Jetzt wird mal zurückgeschossen. Sein Opfer ist Sylvie Carlson. Die Musikerin und YouTuberin hatte zuvor diesen Kommentar unter das Bild von Joyce Ilk geschrieben. Bin fast mal an K.O.-Tropfen gestorben. Nicht cool, Joyce. Again. Kawusi reagiert auf ihr Posting. Das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken. Versprochen. Die Situation im Netz eskaliert. Das geht gar nicht und hat auch nichts, aber auch gar nichts mit Humor zu tun. Er sollte sich besser komplett zurückziehen, nicht nur aus den Social Medias. Hätte ihn anders eingeschätzt. Definitiv unten durch. Ein Schlag ins Gesicht aller Betroffenen. Eine, die über Kawusis Spruch auch nicht lachen kann, ist Edith Stehfest. Ich war sehr schockiert und auch also wirklich so emotionalisiert, weil es natürlich automatisch auch meine eigene Geschichte angetriggert hat. Und weil ich wusste bis dahin nicht mal, dass es Menschen gibt, die über so ein Thema Witze machen. Die Musikerin hat selbst eine Vergewaltigung unter Einfluss von K.O.-Tropfen überlebt. 2018 stellt ein Anruf des LKA ihr Leben auf den Kopf. Ich wurde am Telefon auf die Wache gebeten und dort musste ich mir die Videoaufzeichnung meiner eigenen Vergewaltigung anschauen. Bis zu diesem Moment wusste ich nichts von dieser Tat, denn ich stand während des Missbrauchs unter K.O.-Tropfen. Der Täter wird verhaftet und schließlich zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 4 Monaten verurteilt, kann aber untertauchen. Die Frau von Schauspieler Erik Stehfest hat die Tat in einem ihrer Songs verarbeitet. Was ich geschafft hab, ja, das schaffst du auch. Du hast den Mut dazu, sei mit mir laut.
Bis heute ist es ein Teil meiner Arbeit, dafür zu sorgen, dass ich ganz, ganz vielen Frauen eine Stimme bin und ganz, ganz vielen Menschen ein Vorbild bin, dass es eben einen Weg gibt danach und dass man aus diesem schlimmen Traumata ja ein Licht machen kann oder wieder in die helle Seite des Lebens treten kann. Bei Witzen über das Thema K.O.-Tropfen ist für sie eine klare Grenze überschritten. Meiner Meinung nach darf man darüber keine Witze machen, weil Vergewaltigung ist nicht lustig, sexueller Missbrauch ist nicht lustig. Das triggert mich natürlich und natürlich bringt es mich in die Situation von damals insofern wieder zurück, dass ich denke, Entschuldigung, aber da gibt es überhaupt nichts zu lachen drüber. Faisal Kawusi selbst hat seinen K.O.-Tropfen-Kommentar mittlerweile gelöscht und sich via Instagram für sein Verhalten entschuldigt. Was genau tut Ihnen leid? Mir tut es leid, dass ich Frau Karlsson so tief verletzt habe, dass ich dort in ihr Trauma so tief bewusst reingebohrt habe. Mein Dasein als Künstler basiert am meisten darauf, dass ich junge Menschen inspirieren möchte, das zu sein, was sie sind und zu dem zu stehen, was sie sind. Und in dem Fall war ich einfach nur ein blödes Arschloch und das soll bitte keiner sein. Heute distanziert sich der Komiker von seinem eigenen Kommentar. Das kann man auch nicht mehr als Comedy abstempeln. Ja, das war eine reinste Provokation meinerseits. In dem Moment habe ich mich provoziert gefühlt, gar nicht erst von der Frau Karlsson persönlich, sondern von der ganzen Situation. Provoziert worden sei er durch die Reaktionen zu seinem ersten Kommentar, sagt er. Wer lacht, ist der Erleuchtung am nächsten. Das ist ein Zitat, was mir sehr viel bedeutet, denn es hat einen tiefen Grund hinter dem Ganzen, einen tiefen Sinn hinter dem Ganzen. Und das ist ja mit einer meiner Lebenssinne. Also ich kann über meinen Schmerz lachen. Das ist aber halt auch meine Superkraft, die so stark geworden ist, dass ich mittlerweile auf Bühnen gehe und Leute Tickets kaufen, um sich das Ganze anzuhören. Dieser Kommentar ist weiterhin öffentlich zu sehen. Die Reaktionen darauf auch. Wie kann man unironisch sowas schreiben? Halt's Maul! Wer über K.O.-Tropfen Witze lacht, ist den Tätern am nächsten. Edith Stehfest sieht das ähnlich. Und dennoch will sie mit Faisal Kawusi reden. Er wird definitiv verstehen, dass Vergewaltigung kein Joke ist.